So Leute, da sind wir beim nächsten Video und ich habe es ja neulich angekündigt, dass ich die Commander Decks nicht öffnen werde, es sei denn irgendjemand Kunde kommt rein und sagt, ey, oder irgendein Abonnent, ey Blacky, hier sind die Commander Decks, öffne die mal. Und genau das ist passiert. Es kam ein Kunde rein und sagt, hey Blacky, Legends Legacy möchte ich mir kaufen, mach das mal auf und dann gucken wir uns das mal an und ja. Dementsprechend habe ich das jetzt mal geholt. Ich öffne das für euch und schicke es dem Kollegen dazu. Ich bin absolut kein Fan von diesen Commander Decks. Ich finde die richtig bad. Kann man ja auch mal ehrlich sein. Ich finde die wirklich, wirklich schlecht. Ich finde die nicht gut designt. Die Karten darin sind einfach nur mies, beziehungsweise fies zusammengeworfen. Da hat kaum Hand und Fuß, meiner Meinung nach, dahinter. Ich finde die nicht gut. Hier sind die wunderschönen Token, die niemand benutzt. Dann gucken wir uns mal an, was dieses Deck auf uns zu warten hat. Das ist kein gutes Deutsch, was ich heute von mir gebe. Es tut mir leid. Dann haben wir einen super generischen Life-Counter. Früher waren die immer noch an die Farben angepasst. Selbst das machen sie jetzt wohl nicht mehr. Dann haben wir einen Dominaria Collector Sample Pack. Das machen wir gleich noch auf. Dann haben wir, was haben wir noch hier drin? Wir haben einmal die Erklärung, wer diese gute Dame ist. Die Hexe. Und wir haben, wie man das Deck spielt und wie die Commander-Regeln sind. Ganz nett. Für Leute, die Commander-Regeln nicht wissen. Leute, die neu sind im Spiel, sollten sich diese Decks nicht holen. Dafür sind die zu komplex. Und hier ist ein Stein drin. Ich habe einfach einen Stein mit dabei geliefert bekommen. Danke, Wizards. Gut, gucken wir uns die anderen Karten mal an. Wir haben erstmal unsere Tokens und unseren Front Commander in dieser Edged-Foil-Karte. Ich verstehe immer noch nicht, warum die mittlerweile dabei ist. Ich finde die ziemlich weird und meh mittlerweile. Aber okay. Ein paar Token, Zombie Knights, Elephants, Ragavan, Treasures, Warriors, Goblins, Knights und Griffins. Und der Commander sagt folgendes. Nämlich, dass meine Farbeinstellung verkackt war. Jetzt sieht man das Ganze auch besser. Der Commander sagt folgendes. 4 Mana, 5 Loyalty Counter. Und plus 2 die nächste... Ja, bis zu einer Target Legendary Creature kriegt Wachsamkeit, Lifelink und Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Das ist ganz nett. Danach minus 3, wir revealen die obersten 4 Karten unseres Decks, nehmen irgendeine Anzahl an legendären Karten davon. Ja, legendären Karten. Auf die Hand und den Rest in den Friedhof. Und wir kriegen Treasure Token für jede Karte, die wir in den Friedhof gelegt haben. Und minus 11, wir kriegen die Kontrolle über alle Non-Land Permanent bis zum Ende des Zuges. Wir enttappen die und wir kriegen Eile. Ist eigentlich ein ganz netter Commander, ist aber leider... Das Deck drumherum ist halt mies. Die Commander sind halt wirklich cool und ein paar der Karten, die drin sind, sind halt auch cool. Aber es sind halt einfach für mich generische Legendaries, die zusammengeworfen wurden. Und das finde ich bei sowas halt immer sehr, sehr schade. Es wurde sich hier halt fast keine Gedanken gemacht, vermute ich mal, wie das Deck so wirklich gespielt wird oder sonst was. Es fühlt sich zumindest so an. Gut, wir haben einmal, den Commander, den hatten wir schon. Dann haben wir Shanit, Sleeper Scourge. 4 Mana, 2, 4 Menace. Andere Legendary Creatures haben Menace. Und immer wenn wir Legendary Spell oder Land spielen, ziehen wir eine Karte und verlieren Leben. Dann haben wir Ceriam, Golden Wing. 4 Mana, 3, 4 fliegend. Wenn der Schaden zufügt, einem Spieler kriegen wir 2, 2 Griffen. Bladewing, Deathless Tyrant. 5 Mana, 6, 6 fliegend. Eile. Okay. Und wenn er dem Gegner Schaden zufügt, oder einen Planeswalker, kriegen wir für jede Karte in unserem Friedhof einen 2-2 Night Zombie mit Menace. Das ist nicht schlecht. Gardrix Soulkindler. 4 Mana, 4-3. Die Legendenregel applied nicht mehr für Tokens, die wir kontrollieren. Und immer wenn ein Non-Token Legendary Permanent ins Spiel kommt, können wir ein farbloses bezahlen. Und wir kriegen eine Kopie dieses Tokens, was am Ende des nächsten Endsteps geopfert wird. Geralds Hourglass Deep Dependent. 1 Mana Artifact Flash. Da bin ich jetzt schon mal Ding. Wenn ein Spieler einen Extrazug bekommen würde, skippt er den stattdessen. Wir können das Ding exilen und alle Artefakte, Kreaturen, Enchantments und Länder, die in den Friedhof gelegt wurden, diese Runde wieder ins Spiel bringen. Das ist nicht schlecht.
Moria Urborg Hand, 3 Mana, 3-2 Menace. Und wenn dem Spieler Kampfschaden zufügt, können wir eine Kreatur aus dem Friedhof aufs Spielfeld bringen. Hey, ach, die so Runde auf dem Friedhof gegangen ist. Immer nur diese Runde, ist voll langweilig. Der Dynamo, 3 Mana, 1-5 Eile, 1 Mana tappen wir. Kopieren die Aktivitätsfähigkeit oder Triggered Ability von einer legendären Source, die nicht unser Commander ist. Meh. Verkard Warped Sengir, 3 Mana 2-2, fliegend Death Touch Lifelink. Immer wenn eine Fähigkeit ausgelöst wird und man Leben dafür bezahlt, kann man nochmal so viele Lebenpunkte bezahlen. Wenn man das tut, kopiert man den Effekt. So viele Effektkopierer. The River Cleaver. 3 Mana, equip mir eine Kreatur, sie kriegt +1/+1 und Trampel. Immer wenn diese Kreatur mit einer Chance anzufügt, oder neben Spieler oder Planeswalker kreieren wir so viele Treasure Tokens. Die ist gar nicht mal bad. Boah, ich bin schon fertig mit den Karten. Man merkt das richtig, wie hart ich mich verspreche. Das tut mir richtig leid. So, nochmal. Dieser Legendary Sorcery Spell bringt alle Legendary Permanents aus dem Friedhof ins Spiel zurück. Das ist ziemlich mächtig. Das sind eine ganze Menge. Urza's Ruinous Blast. 5 Mana Sorcery, Legendary Sorcery. Und, man kann Legendary Sources nur casten, wenn man eine Legendary Creature oder Planeswalker kontrolliert. Okay. Exile all non-land permanents that aren't legendary. Sehr starke Karte. Dann haben wir Captain of the Guard, 5 Mana 4-4 mit Melee und andere Kreaturen, die wir kontrolliert haben. Melee. Ja. Heißt, es kriegen +1/+1 für jeden Gegner, der angegriffen wird. Dann haben wir Alesha. Jetzt kommen wir in die normale Region. 3 Mana 3-2 Erstschlag. Wenn die angreift, können wir ein schwarzes und ein weißes bezahlen. Und können dann eine Kreatur mit Stärke 2 oder weniger aus dem Friedhof getappt angreifen ins Spiel bringen. Anafensa, King Tree Spirit. 2 Mana 2-2. Immer wenn ein Non-Token Creature ins Spielfeld kommt, bolster 1. Die war mal Teil einer Combo und sehr teuer. Ashling of the Pilgrim, 2 Mana 1-1, für 2 Mana legende +1/+1 Marke drauf. Wenn wir das dritte Mal gemacht haben, in einem Zug, removen wir alle +1/+1 Marke. Okay, alle. Krass. Und wir fügen jeder Kreatur hier im Spiel also viel Schaden zu. Battlefield Forge ist halt Painland. Okay. Bad Evil, ein rotes, 2 schwarze, wir zerstören Artefakt-Kreatur oder Planeswalker. Okay. Belborker, Spectral Surgeon, 4 Mana X5. Wenn der ins, was? Jede Karte, die ins Exile gekommen ist, wird der Mana Value raufgemacht. Wenn die, also die Stärke hiervon ist so viel wie Karten, die exiliert wurden. Und zumindest wenn du es abgibst, exilieren wir die Top Karte unserer Bibliothek. You may play that card. Okay. Dann Backblade Reforged, 2 Mana. Die Aussage, dass die Kreatur kriegt, bleibt uns für jedes Land, was wir kontrollieren. Für 3 Mana Legendary Creature Equipment, 7 Mana normales Equipment. Captain Lannery Storm. 3 Mana, 2-2 Eile. Wenn sie angreift, kriegen wir einen Treasure Token. Immer wenn wir einen Treasure Token opfern, kriegt der eine +1/+1 Marke. +1/+0 bis man dazu ist. Ihr merkt, glaube ich, langsam, was ich meine. Es sind lustige Legendaries, die aber nicht wirklich viel miteinander zu tun haben. Da ist kein Theme dahinter, da ist nichts dahinter. Und das finde ich sehr, sehr schade. Kotopedet Soul Hoarder. 6 Mana, 6-6 fliegend, immer wenn permanent ist, die dem Besitzer in den Friedhof gelegt wird, ziehen wir eine Karte und verlieren Leben. Die bei einem anderen Besitzer in den Friedhof gelegt wird. Okay. Day of Destiny, 4 Mana Legendary Creature kriegen +2/+2. Dragonskull Summit kommt enttappt ins Spiel, es sei denn, man kontrolliert keinen Mountain und keinen Sumpf. Also wenn man Mountain oder Sumpf kontrolliert, kriegt die enttappt ins Spiel. Der Primal Storm, 6 Mana, 6-6, wenn er entfällt. Wenn er angreift, exilieren wir die oberste Karte von jedem Gegner in der Bibliothek. Wir können beliebige Anzahl davon casten und die Mana-Kosten bezahlen. Dann haben wir ein Ruins, entkommt getappte Spiel, wenn wir keinen Sumpf oder Mountain aus der Hand vorzeigen. Gaia Reach Sanctarium, dann darf jeder Spieler eine Karte ziehen für 2 Mana tappen oder für 1 Mana farbloses tappen. Heroes Podium, 5 Mana, Legendary Artefakt, jede legendäre Kreatur kriegt +1/+1 für jede andere legendäre Artefakt, jede andere legendäre Kreatur. Und für X Mana tappen, gucken wir uns die obersten X-Karten des Decks an, nehmen eine Legendary Karte davon auf die Hand und legen den Rest unters Deck. Yosu Vess. Ist das von Liliana Vess? Lich King. 4 Mana, 4-5, Kicker für 6 Mana, Menace. Und wenn er ins Spiel kommt und wenn er gekickt wurde, kriegen wir 8-1-1, 2-2 Zombies mit Menace.
Mikrokora, Center of the Sea, tappen für ein farbloses oder tappen alle Spieler zu einer Karte. Da ist der Raghavan, 2-1-3 First Strike Menace. Und wenn die Skyship Raider angreift, kriegen wir ein 2-1 Legendary Monkey Token mit Ding, der wird geopfert. Kaya's Wrath, 2 schwarze, 2 weiße, wir zerstören alle Kreaturen, wir kriegen Lebenspunkte in Höhe der Kreaturen, die zerstört wurden, die wir kontrolliert haben. Okay. Krenko, Tin Street, Kingpin, 3-1-2. Wenn er angreift, legen wir eine +1/+1 Mark auf den und kriegen dann so viele 1-1 rote Goblin, wie der Stärke hatte. Mobilized District kann mit Tappen für farbloses oder für 4 Mana wieder zum 3-3 Citizen mit Wachsamkeit und ist immer noch ein Land und kostet 1 Mana weniger für jede legendäre Kreatur. Oh mein Gott! So viele Rares und so wenig haben die miteinander zu tun. Das ist so traurig. 4 Mana, 5-4 Trampel. Wenn er angreift, einem Spieler oder einem Planeswalker Schaden zufügt, können wir eine beliebige Anzahl an Karten abwerfen. Wenn wir das tun, kriegen wir so viel rotes Mana und das verlieren wir nicht bis zum nächsten Endstep. Lunarish Marshal ist der Odritch, 4 Mana, 3-3. Zu Beginn des ihren Combat kriegen Kreaturen First Strike. Wenn wir eine Kreatur mit First Strike haben, dasselbe zählt für Fliegen, Death Touch, Doppelschlag, Eile, Hexproof, Indestructibelkeit, Lifelink, Menace, Reach, Skulk, Trample oder Wachsamkeit. Okay. Shivengor, tappen für ein farbloses oder 3 Mana tappen, wir fügen jedem jeden einen Schaden zu. Shizo, endlich mal eine coole Karte. Tappen für ein schwarzes tappen, wir Legendary Creature Kreatur durch 4. Smoldering Marsh. Ich habe die ganzen schwarz-weißen Länder noch nicht gesehen, by the way. Geht ab, das Spiel ist sein. Wir kontrollieren 2 der Map Basic Lands. Sword of the Chosen. 2 Mana Artefakt. Tappen Legendary Creatures, die du kontrollierst. Kriegen plus 2 bis minus 2 ist. Das ist lange her, dass ich die Karte gesehen habe. Tajik, Blade of the Legion. 4 Mana, 2, 2 und Zerstörbarkeit. Wenn der angreift mit mindestens 2 Kreaturen, kriegt er +5/+5. Temple of Malice, kommt getapptes Spiel, Scry 1, tappen wir schwarz-rot. Temple of Silence, genau dasselbe mit schwarz-weiß. Temple of Triumph, dasselbe mit rot-weiß. Dann haben wir Tishar, Apostel, Alter, wie viele Rares. 4 Mana 2-2, immer wenn wir ein Historic Spell spielen, können wir eine Kreatur mit Mana Value von 3 oder weniger aus dem Friedhof ins Spielfeld bringen. Traxos, den habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Scourge of the Krug, 4 Mana 7-7, kommt getappt ins Spiel und enttappt nicht während des Tapp-Segments. Immer wenn wir Historic spielen, enttappt der. Historic Spells sind übrigens Artefakte, Legendaries oder Sagas. Tyrant Sanctum, tappen für ein farbloses, 2 Mana tappen, eine legendäre Kreatur wird Gott zusätzlich zu den Typen und kriegt eine +1/+1 Marke. Und 4 Mana tappen, opfern wir eine Unzerstörbarkeitsmarke auf den Gott. Unbreakable Formation, 3 Mana Instant, Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen Unzerstörbarkeit. Jetzt kommen die ganzen Dinge, aber wir haben, ja, ich habe mich schon aufgenommen. Wenn wir den Spell in unserer Main-Phase spielen, legen wir eine +1/+1 Mark auf jede Kreatur und sie kriegen Wachsamkeit. Zitterpal, Primal Dawn, 8 Mana, 4-8, Fliegen, Trampel, Wachsamkeit, Doppelschlag und Zerstörbarkeit. Caves of Koilos, in einem echt schönen Artwork, halt aus dem Set, tappen für weiß oder schwarz, wir kriegen dann Schaden. Drana, Liberator of Malakir, 3 Mana 2-3, Erstschlag fliegend, immer wenn die Spielerkampfschaden so viel kriegen, wir +1/+1 Mark auf jede angreifende Kreatur. Nett, weil Erstschlag. Jazal Goldmane, so viele Rares und Mythics, was ist das denn? Okay, so langsam wird's halt echt lächerlich mit den Commander-Decks. Ich meine, es macht Sinn bei einer Legendary und die sind ja meistens auch Rare, aber könnten sie denn nicht gute nehmen können? Hier ist ein Ellie drin und keine Ellies. Oh Mann. Jazal Goldmane, 4 Mana, 4-4, Erstschlag. Für 5 Mana kriegt er +6/+6, sobald X die Anzahl an angreifenden Kreaturen ist. Circle of Loyalty, 6 Mana, legendäres Artefakt. Dieser Spell kostet bei 1 Mana weniger für jeden Knight, den wir kontrollieren. Kreaturen kriegen +1/+1. Immer wenn wir ein Legendary Spell spielen, kreieren wir einen Knight. Und für 4 Mana tappen, wir kreieren einen Knight. Alle mit Wachsamkeit. Dann haben wir alle Legendary Kreaturen kriegen +2/+2. Okay, wir sind mit einem Kampf. Immerhin. Garnison, Feverstone, Generous Gift, Hazard's Moment. Ja. Okay. Okay. Hadron Hero Blade ist ganz cool da drin. Hero's Downfall finde ich ganz witzig. Mortify, der Outpost, weil sie leben den Outpost. Bounslander, Solring. Oh, die ist ganz cool. Tensos ist ganz cool. Wear and Tear ist ganz nett. Ambition Cost auch ganz nett. Ja. Faces Looting. In dem richtig coolen Artwork. Cool. Ja, und dann ein paar Basics. Das war das Deck. Ihr wisst, ich habe eine Menge jetzt in dem Ding wirklich gemeckert,
weil ich das echt nicht gut finde. Aber wenn ihr dieses Deck cool findet, wenn ihr sagt, hey, da ist ein halbes Deck voll mit Rares und Mythics, das muss cool sein. Es gibt andere YouTuber, die das als sehr positiv bewertet haben, diese Decks. Ich finde sie halt aus meiner persönlichen Sicht, aus meiner persönlichen Meinung nicht so geil. Ich bin jetzt nicht der 100% Commander-Spieler. Ich spiele Commander sehr selten und nicht so häufig und habe auch nicht meistens nicht so viel Spaß dabei. Aber es sah so vielversprechend aus. Legendary Creatures, schön aufeinander aufbauend, irgendwas, die miteinander was zu tun haben. Aber nein, die synergetischste Karte in diesem Deck ist Alesha. Und das sollte schon alles sagen. Gut, gucken wir uns mal dieses dabei Gift Collector Sample Pack an. Wir haben Zirkulär. Shivan Devastator für ein rotes und X 00 fliegend Eile. Kommt X+1/+1 machen Spiel. Nett. Und ein Nayal des Stormrunner. Für rotes, zwei weiße, zwei farblose, 5/4 können wir Source VC Flash spielen. Also Instance. Jo, das war das Video. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem einigermaßen Spaß, auch wenn ich viel gemeckert habe. Das nächste wird genauso. Ich hoffe, ihr schaltet dann trotzdem wieder ein. Wir sind's bis dahin. Euer Black Seed. Ciao, ciao.